Na denn, jetzt legen wir mal an den PN-Übergang eine Spannung außen an. PN positiv, negativ. Ne? Es ging um das Thema dotierte Halbleiterkristalle. Notfalls hier nochmal nachgucken oder ihr guckt auch nochmal zu dem Video. Ihr könnt übrigens hier gerne immer auf dieses i klicken, das ist überhaupt kein Problem. Dann hält das Video an. Also hier diese Links, die sind höchst interessant für alle die, die jetzt noch nicht wissen, worüber, wovon ich spreche oder sich nochmal was zurückholen wollen und sagen, ah, das muss ich nochmal angucken. Dann wartet dieses Video hier, ihr verpasst nichts. Also insofern habe ich mir da schon Gedanken gemacht. Wir legen an einen Siliziumkristall und zwar positiv bzw. negativ dotiert. Legen wir eine Spannung an. Und zwar, die sei jetzt mal viel kleiner als 0,7 Volt. Positiv, negativ. Ich habe sie farblich unterschieden. Ich habe hier die Löcher, die Defektelektronenseite und hier die Elektronenüberschussseite. Was passiert? Minus und Minus stößt sich ab. Ja. Wir dürfen aber nicht vergessen, in dieser Zone hier, in der RLZ-Raumladungszone bzw. Sperrzone kann man sagen, ist immer noch eine gewisse Diffusionsspannung. Weshalb das so ist, bin ich darauf eingegangen ohne Spannung. Müsst ihr nochmal gucken, wenn ihr es nicht wisst. Wenn die nicht überwunden wird, nützt mir die äußere Spannung gar nichts. Der Strom fließt überhaupt nicht. Hier fließt noch nichts. Das ist ein Nachteil, aber es kann auch ein Vorteil bei Halbleiterbauelementen sein. Jetzt gehen wir mal knapp ran an den 0,7 Volt. Natürlich treiben die negativen Ladungen hier alle negativen Ladungen schon in Richtung Mitte, Raumladungszone, und die positiven ihre positiven. Aber es reicht noch nicht. Wenn ich die Diffusionsspannung hier von 0,7 Volt nicht überschritten habe, noch kein Strom. Weiter. Ich lege jetzt mal ein bisschen mehr als diese berühmten 0,7 Volt an, meinetwegen auch 0,71 Volt. Da passiert dieses. Ich habe die Diffusionsspannung übersprungen und Elektronen fangen an zu fließen. Achtung, wenn hier plötzlich positive Ladungen sein sollten, resultiert das daraus, dass die Elektronen, die von hier weggeflossen sind, hier Lücken gerissen haben. Lücken, weniger Elektronen, weniger negativ geladene Teilchen, heißt aber, dass letzten Endes die in der Summe positiv sind. Deswegen hier diese Plusse mit drin. Wenn ich die Spannung weit über diese 0,7 Volt lege, oder bei Germanium sind es 0,3 Volt, ich schreibe es mal hin schnell, GE, wäre es, ich schreibe mal U, D, GE, ist rund 0,3 Volt, 0,2 bis 0,3 Volt, hat auch seinen Vorteil. Das plus mal nebenbei, hier sind es 0,7 Volt. So, wenn das passiert, ich also weit über die Silizium Diffusionsspannung von 0,7 Volt drüber komme, ja, dann habe ich einen reinen Elektronenfluss, da passiert gar nichts weiter. Die Diode, wenn ich nicht zu viel Strom anlege, hält das durchaus aus. Ein paar Lücken werden noch entstehen, aber die werden letzten Endes immer wieder aufgefüllt. Gar kein Problem. Und hier folgt im Wesentlichen zur Kennlinie, kann sein, dass ich hier noch einen Link anbringe, aber die ist jetzt mal gar nicht so wichtig. Im Wesentlichen folgt I dann der außen angelegten Spannung. Im Wesentlichen. Das war die Durchlassrichtung. Jetzt kommen wir mal zur Sperrrichtung. Ist eigentlich ganz schick. Ich vertausche bloß die außen angelegte Spannung. Ich habe hier mal geschrieben, U- ist kleiner als UD. UD meine ich die sogenannte Durchbruchsspannung. Also Durchbruchsspannung entspricht diesem UD. Das meine ich damit. Wenn die noch kleiner ist, jetzt kommt das Schicke an der ganzen Sache, am Halbleiter überhaupt. Ja. Am dotierten vor allem. Dann passiert Folgendes. Hier werden die ganzen positiven Ladungen angezogen, hier die negativen. Je nachdem, ne, wie die Spannung außen anliegt. Hier findet aber kein Ladungsträgeraustausch mehr statt. Demzufolge ist die Spannung 0. Das ist die sogenannte Sperrrichtung. Dieses Element, ich sage jetzt mal schon, diese Diode ist in Sperrrichtung betrieben. Das heißt, die lässt nichts durch, es fließt kein Strom. Die Raumladungszone hat sie auch dementsprechend vergrößert. Die Sperrzone kann man auch sagen. Dadurch, dass eben die Ladungsträger auf die Seite gezogen werden. Achtung, was heißt aber Durchbruch? Durchbruch heißt, dass wenn ich das übertreibe, ich habe ja hier so viele Elektronen, hier ist ja ein Elektronenüberschuss. Was ist, wenn ich jetzt so viele Elektronen liefere, dass ich diese Lücken, denkt an die Videos, notfalls nochmal nachgucken, Defektelektronen und so weiter und so fort, dass ich diese Lücken alle auffüllen kann? Ja, dann kann ich praktisch die gesamte Diode, dieses gesamte Element überfluten mit Elektronen und dann werden diese so, gerade eben noch entstandenen Lücken sofort mit Elektronen aufgefüllt und I ist wieder proportional U. Wenn ich es übertreibe,
platzt das Ding, diese kleine Diode. Oder je nachdem, wie groß sie ist. Also, altes Müller-Sprichwort, zu viel zerreißt den Sack. Das ist aber mit allem so. Ich will jetzt, also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich ein Bauelement kaputt mache, sondern ich möchte bloß davor warnen. Man sagt auch dazu, wenn also Elektronen praktisch wieder durch Energieabgabe zurück ins Valenzband, notfalls nochmal gucken, was ich meine, zurückwandern, Rekombination. Man könnte auch sagen, wenn die einfach die Lücken auffüllen, ist das auch eine Art Rekombination. Das ist der Effekt. Diesen Effekt, das werden wir später besprechen, den nutzt man in der sogenannten Z-Diode oder Zener-Diode. Zener war der Erfinder, Zener hieß der. Ich habe hier mal keine Spannung angelegt. Wenn ich die beiden Kristalle hier, wenn ich hier ganz viele negative Ladungen zum Beispiel, ich könnte es auch mit positiven machen, implementiere, dotiere, dann schiebt sich scheinbar die Raumladungszone etwas auf die andere Seite. Die übertreiben das dann praktisch. Die überfüllen schon mal einen Haufen Lücken. Also hier viele bedeutet, die Raumladungszone wird wieder kleiner und wird nach, in diesem Fall, der anderen Seite geschoben, nach links. Gut, ja, dann können wir ja bald zur Diode kommen. Die Diode habe ich im Wesentlichen schon erklärt, aber ich werde die Diode schaltungstechnisch erklären, was ja viel spannender ist. Als Ventil kann man sie gebrauchen, als Schaltelement. Man kann sie für alles Mögliche gebrauchen, zum Gleichrichten von ganz feinen, hochfrequenten Spannungen. Man kann kostenlos Radio hören mit Germaniumdioden und so weiter. Also spannende Geschichte. Mir macht Spaß, das ist mein Hobby schon immer gewesen, schon als kleines Kind. Physik ist sowieso absolut toll, finde ich. Ist aber meine Ansicht, muss nicht eure sein. Könnte aber sein, dass es mal so kommt. Ich wünsche euch was Schönes und vor allem ein bisschen kühlere Tage. Mann, Mann, 40 Grad, die spinnen wohl. Macht's gut, tschüss.